Kaputte Gartenschere gleich mal wegschmeißen. So, grüße Gott, der Trapper Beast 1974, hier mitten irgendwo im Ländle unterwegs. Und heute haben wir es uns ganz, ganz einfach gemacht. Ich sitze hier gemütlich bei Kaffee und Kuchen und heute möchte ich euch zeigen, wie man mit ganz wenig Mitteln und ohne 1 Euro auszugeben, hier draußen ohne Werkzeug ganz einfach sich ein nettes, brauchbares Messer herstellen kann. So, dazu habe ich ein Schneideblatt von einer Gartenschere, von einer Baumschere, die mir kaputt gegangen ist. Da tun wir nämlich auch gleich hier ein bisschen Recycling betreiben, wenn wir die Müllvermeidung schon nicht hinkriegen. So, dann habe ich hier ein bisschen Restholz. Das sind dann die Griffbacken. Ich könnte natürlich auch einfach nur eine Wicklung machen. Dann hätte ich bereits ein Messer. Ich habe da schon ein bisschen an der Schneide rumgeschärft und rumgeschliffen. Also wie gesagt, ein bisschen Schnur und dann hätte ich schon ein Messer. Aber ich möchte halt trotzdem einfach, aber die schönere Variante machen. So, dazu habe ich noch ein paar Reste Schleifpapier. Die hat jeder irgendwo in der Werkstatt rumliegen. Also die muss man auch nicht kaufen. Und wer keine Werkstatt hat, kennt jemand, der eine Werkstatt hat. Der kann ihn dann so Reste geben. Also da muss man auch kein Geld dafür ausgeben. So, und mit diesen paar Sachen hier werde ich jetzt einfach für uns alle ein kleines schnuckeliges Messerle bauen. Bleibt dabei. Ich denke, da kommt was Schönes bei raus. So, unser Rohling hat ja bereits Bohrungen. Die werde ich übernehmen für meine Griffschalen. Das ist übrigens ein Walnussholz, glaube ich. Und klar, für die Löcher brauche ich jetzt nachher zu Hause noch einen Bohrer. Dann könnte ich es mit der Hand reinbohren oder ich könnte halt ganz normal einen Akkuschrauber nehmen oder so. Aber wenn es jetzt gar nicht anders gehen würde, ja, und ich wäre darauf angewiesen. Wenn ich darauf angewiesen wäre, würde ich keine Holzschalen hinmachen, sondern nur eine Wicklung oder irgendwie ein Klebeband oder sonst was. Aber sagen wir mal, ich will es einfach ohne Bohrer und Bohrmaschine machen. Dann könnte ich auch mit einem Messer mich da durcharbeiten. Aber ganz ehrlich, das würde keine richtig saubere Bohrung geben. Deswegen mache ich es nachher zu Hause, dass wir da anständige Verstiftungen reinkriegen. Aber es wäre auch hier draußen möglich. So, die Griffschalen, also eine davon habe ich mir zu Hause ein bisschen vorgezeichnet, wie ich sie haben will. Und sagen wir mal, ich hätte jetzt kein Taschenmesser dabei, um zu schnitzen, weil ich habe ja keine Säge und nichts dabei. Schaut mal, die waren beide gleich groß. Habe ich alles bereits mit dem Rohling runtergenommen. Das zeige ich euch jetzt auch gleich. Also ich habe quasi im Prinzip nichts dabei. Ja. Ich fahre jetzt einfach hier der Bleistiftlinie entlang. Die Form, die sie haben soll, grob, und später gehe ich einfach mit meinem Schleifpapier drüber und sprich, ich brauche im Prinzip absolut kein Werkzeug. Ja. Und das macht halt die Sache interessant, dass ich mir eigentlich mit ein bisschen Hirn überall mein Zeug zusammenstellen kann, ob es jetzt ein Messer ist oder was anderes. Man kommt immer auf eine gute Idee, auf eine haltbare Idee, auf etwas, was die Zeit überdauert. Also man muss wirklich nicht alles kaufen. Ja? Und es macht auch einen Heidenspaß, Dinge zu recyceln. Gerade bei Messern. Also ich habe einen richtigen Tick mit diesen Gartenscherenmessern und so Geschichten. Also die Klingen, da mache ich immer wieder was Tolles draus. So, eine Griffschale habe ich jetzt komplett geschnitzt mit dem Rohling. So soll die Griffschale aussehen. Und jetzt gehe ich einfach her. Nehme mir ein wenig Schleifpapier, arbeite nochmal 5 Minuten und dann zeige ich euch das. So, Ergebnis. Geschwindigkeit ist keine Hexerei und so liegen zwischen den beiden Griffschalen lediglich 10 Minuten Arbeit. Das ist jetzt die eine fertige Schale. Jetzt gehe ich her und passe die nochmal dem Rohling ganz genau an, weil der ist aus Rostschutzgründen
ist ja ein Kohlenstoffstahl, der ist schwarz lackiert, und wenn ich nachher die Griffschalen fixiert habe, möchte ich nicht unbedingt da noch groß rumschleifen, weil dann würde ich mir ja die schwarze Schutzfarbe runternehmen und das sieht dann nicht so schön aus. Deswegen muss ich da im Vorfeld sehr, sehr genau arbeiten. So, wenn ich das habe, wenn das passt, gehe ich her und nehme mir die zweite Schale und mache mir einfach mit der ersten eine Schablone und mache genau die gleiche Arbeit nochmal. Und natürlich bedarf es einer gewissen Übung und Hingabe, wenn man jetzt hier ganz freihändig ohne Fixieren arbeitet. Aber Übung kann man sich holen und Hingabe ist, glaube ich, eine Eigenschaft, die jeder von uns beherbergt. Von daher, wenn man sich ein bisschen anstrengt, dann kriegt man auch ohne Befestigung, also freihändig jetzt, eine genaue Arbeit hin. Ja, man muss sich da kein Bein ausreißen. Man muss einfach nur ein bisschen Spaß daran haben, an dem, was man tut. Und das Ziel vor Augen halten, nämlich ein gutes, kleines Messer als Endprodukt. Und dann passt das schon. Und zu perfekt muss es ja auch nicht sein. So, ich weiß nicht, ob meine Kamera das einfängt. Ja, ich glaube, man sieht's, oder? Ich habe mir jetzt ein bisschen mehr Mühe gegeben und habe nochmal 5 Minuten investiert und habe die Holzmaserung schön herausgearbeitet. Das wird dann später, wenn wir es versiegeln tun, richtig schön. Kann man das sehen, was für eine geile Maserung? So, YouTuber, das Messer ist so gut wie fertiggestellt. Die Griffschalen sind dran. Ich habe sie 4-mal verpinnt. Hier eine 8mm Bohrung und hier in der Mitte eine 6mm Bohrung habe ich mit Hase verstiftet und hier die zwei kleinen 5mm Bohrungen habe ich mit Bambus verstiftet. So, jetzt gehe ich her und nehme mir ein wenig, in diesem Fall ein wenig Antikwachs und versiegel das Ganze und zeige euch dann nachher das fertige Messer. So, das Messer ist jetzt weitgehend fertig. Ich werde mir noch überlegen, ob ich hier in dem Bereich noch eine Fingermulde einbringe oder einarbeite oder nicht. Aber im Grunde ist es fertig. Und wie ich finde, sehr, sehr geil geworden. Ich möchte jetzt nicht angeben, weil ich es gemacht habe, aber das Ding sieht ja schon verschärft aus, oder? So, schaut mal. Also ich habe jetzt eher normale bis kleine Hände, aber da ist noch genug Griff für eine größere Hand. Wir haben eine Materialstärke von 3,8 mm, eine Klingenlänge von 6,6 cm und dabei eine nutzbare Schneide von genau 6 cm. Ich denke, das dürfte ausreichen, um mal ein Butterbrot zu schmieren und ein bisschen rumzuschnitzen und andere Sachen damit zu machen. Zum Messer gleich weiter. Jetzt habe ich mir das Messer geschwind auf dem Blatt Papier geschwind aufgezeichnet und mir so ein bisschen überlegt, wie ich die Scheide haben will. Jetzt werde ich mir nachher zu Hause einen Fetzen Leder schnappen und ruckzuck ist dann auch eine Scheide gefertigt, damit alles beisammen ist. Und jetzt schnitzen wir gleich ein wenig mit dem Messer. Aber vorneweg möchte ich jemand ganz, ganz herzlich grüßen. Und zwar ist es der sehr nette Herr vom Kanal Tactical. Tut mir leid, mein Lieber, ich weiß leider nicht, wie du heißt, aber du weißt, dass du gemeint bist. Wir haben ja heute schon in den Kommentaren ein bisschen. So, der nette Herr vom YouTube-Kanal Tactical. Ich habe ja im Vorfeld ein wenig dein Fischgas oder wie das heißt, dein Messerchen da kritisiert. Und damit wollte ich dich ganz bestimmt nicht irgendwie schlecht machen oder negativ kritisieren oder so. Aber ich finde, und ich denke, ich habe das auch hier ausreichend vorgeführt, ohne einen Cent auszugeben, wenn man ein bisschen recycelt und jeder hat doch zu Hause irgendwas rumliegen, was er brauchen kann. Ja, wir haben doch Unmengen an Zeugs zu Hause rumliegen, das wir nicht wegschmeißen wollen, aber auch nicht was damit anfangen wollen. Und dann würde ich sagen, wenn man sich da aus einer Heckenschere so ein Messerchen hier baut,
leistet es bestimmt ein wenig mehr, vor allem bei der Materialstärke und bei der Fulltank-Konstruktion, leistet es bestimmt ein wenig mehr wie jetzt ein Morale oder ein ähnliches Messer. Wie gesagt, das soll keine Kritik in dem Sinne sein, sondern ja, ich verfolge dich ja schon seit einer Weile und ich finde, du machst da einen sehr guten Job. Und ich wollte eigentlich deine gerade laufende Serie, wie war das nochmal, Low-Cost Bushcraft oder so in der Art war das. Ja, dann, also mit diesem Beitrag wollte ich dich eigentlich nur ein wenig unterstützen, damit man ja auch andere Aspekte mit reinbringt, dass man nicht immer was kaufen muss oder viel Geld ausgeben oder überhaupt ein Geld ausgeben. Ich bin mir sicher, da sind wir einer Meinung, wenn ich sage, es kommt eigentlich gar nicht so auf Ausrüstung an, was man kauft, was man hat, was man nicht hat. Im Endeffekt kommt es doch eigentlich darauf an, was man im Kopf hat, welche Erfahrungen man hat. Ja, ob man mit dem, was man hat, sich was herstellen kann, und alles andere ist ja eigentlich zweitrangig, oder? Ich denke, da gibst du mir recht. Und von daher soll das, wie gesagt, eine kleine Ergänzung zu deiner Serie sein. Wie gesagt, dieses Video ist dir gewidmet. Ich hoffe, es hat dir gefallen und euch anderen YouTubern auch. Das soll es von mir heute gewesen sein. Nee, Moment mal. So, zum Schluss werde ich noch ein wenig mit dieser kleinen Schönheit schnitzen. Euch wünsche ich alles Gute. Geht raus in die Natur. Ich hoffe, ihr konntet der Sache etwas abgewinnen. Bis zum nächsten Mal, euer Biest. Tschüssle. Na, beißt es oder beißt es nicht? Ich denke, das kleine Messer kann was, oder? Also ich finde es richtig schnuckelig. So, also bis zum nächsten Mal. Mach jetzt gut. Tschüss, Bell.